Ihr wisst ja, bei der, heutigen GPN stand auch auf der Anmeldeseite drauf, so ein Test, einmal einen Test pro Tag wäre irgendwie schön. Es gibt, falls ihr das heute noch nicht erledigt habt, neben dem Infodesk ein kostenloses Testangebot, das ihr in Anspruch nehmen könnt. Das heißt, wenn ihr heute noch keinen Test gemacht habt, dann nehmt doch bitte das kostenlose Angebot in Anspruch und lasst euch mal kurz testen. Nicht, dass wir dann irgendwie in den Schlagzeilen landen oder so irgendwie. Kommt rein, es sind vorne noch ganz viele Plätze frei. Wir fangen in einer Minute an, schon. Huch. Sollte ich mal langsam eine Anmoderation überlegen, ne? Ja, aber ich... Geht schon. Kriegen wir hin. Ich weiß immer erst dann, wenn ich was ich sagen will, wenn ich den Mund aufmache. Ja. Woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich es nicht ausspreche? Ne? Ja, genau. Ja. Same Problem bei mir. Die Türen sind versperrt. Du hast sicher ein Publikum. Die können nicht mehr weglaufen. Ja, ja. Die Türen sind verschweißt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Herzlich willkommen bei der 20. Gulasch-Programmiernacht. Es ist Nachmittag, Mittag? 14 Uhr. 14 Uhr. Kennt ihr das, wenn ihr vor einem Lagerfeuer sitzt und ihr schaut in die Flammen hinein? Das ist doch für die meisten von uns super beruhigend, oder? Das ist relaxed, das nimmt zurück. So ein bisschen Ruhe und Gleichmut brauchen wir nach den letzten 2,5 Jahren eigentlich alle. Und wen gibt es da besser als die Sarah, um über sowas zu sprechen? Sarah hat langjährige Erfahrung beim in Feuer schauen. Sie spricht über Laser, sie sieht noch immer etwas, obwohl sie mit Lasern arbeitet. Und hat sich jetzt gedacht, Laser, okay, ja, das ist recht schön, aber da geht noch mehr. Und heute spricht sie mit uns über Schweißen und was man richtig falsch machen kann und ein bisschen einen Nerd-Zugang zu dem ganzen Thema. Deswegen bitte begrüßt mit einem ganz, ganz großen Applaus Sarah. Jo, danke. Ihr seht ja schon auf den Bildern, so, das sind so ein bisschen Arc-Shots, nennen sich die. Also das britzelt da schön, es qualmt sehr schön, es ist alles sehr heiß. So. Man merkt übrigens nicht, wenn man sich mit einer heißen Elektrode irgendwie verbrennt, die Nerven sind dann sofort tot. Been there, done that, braucht eine Weile zum Abheilen. So, warum das Ganze? Also ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. Ich habe das irgendwie angefangen. Ich bin vor gut 25 Jahren mit meinem ersten Auto irgendwie zum Autoschrauben gekommen. Das war ein alter VW-Bus. Ich habe dann irgendwie Karosserie schweißen müssen. Ein Freund von mir hat mir gezeigt, wie das geht und habe dann lange Pause gemacht. Studium, BAföG, da kann man kein Auto von restaurieren und das ist dann alles in Vergessenheit geraten. Und vor ein paar Jahren hatte ich dann halt eben in Karlsruhe das große Glück, im autonomen Zentrum von Karlsruhe, dem P8, also Karlsruhe, wir kennen das vielleicht, linksalternativ, grün versiffter, punkiger Kulturverein, alles sehr schön, sehr flauschig. Und da hatten wir eine Autowerkstatt drin, Hebebühne und so. Und da habe ich dann wieder Zugang zum Schweißen gekriegt und habe einfach gemerkt, so wie viel mir das gibt, wie viel Spaß mir das macht. Und so den ganzen Tag am Rechner sitzen, irgendwie Elektronikdesign oder irgendwie Code zu schreiben, keine Ahnung, was zu machen. Ich bin selbstständig, so Abrechnungen machen, Finanzamt, Tüdel und so. Und dann halt eben mit den Händen was zu machen und zu sehen, ja, das habe ich gemacht. Und diese Schweißnaht sieht gerade so aus, wie es in mir drin aussieht. Und holy shit, das ist übrigens eine direkte Reflexion, die Qualität meiner Schweißnähte hat wirklich damit zu tun, wie es mir gerade geht, ob ich nervös bin, ob ich gechillt bin oder es bringt mich runter, Aluminiumschweißen regt mich wiederum ein bisschen auf. Das ist also, das macht tatsächlich was mit mir und das bedeutet mir eigentlich ganz viel und auch wenn ich da so vor mich hin deletiere, so mir ist es eigentlich egal, aber das ist halt so.
Ja, und es ist halt eben so was Archaisches. Martin hatte es eben gerade schon ausgedrückt, so ja, mit Feuer ins Feuer gucken und dann halt eben, ich habe zwar hier so eine Mütze auf und bin dick eingepackt mit Handschuhen, aber wenn ich dann halt eben hier so am Britzeln bin und es qualmt und raucht und so, und das hat schon was. Das ist so dieses Mensch und Feuer und gucken und ich glaube, das kennen wir noch aus der Höhlenzeit. Ja, also ich will so, das Ganze ist so ein bisschen dreigeteilt. Es gibt einmal so ein bisschen eine Intro, so grobe Schweißverfahren, so ein bisschen das Faktische. Dann habe ich versucht, so ein bisschen in so ein Rabbit Hole abzutauchen, damit die Nerdseele auch ein bisschen bedient wird und gestreichelt wird. Und dann das Dritte ist eigentlich so, wie kann man das selber machen? Also es gibt da für Normalsterbliche, so wie wir jetzt hier alles, überhaupt eine Frage. Hat jemand schon mal geschweißt? Das wollte ich eigentlich wissen. Wow, awesome. Mikmak. Wick. Elektrode. Cool. Ich bin sehr gespannt. Ich bin dann auch auf eure Fragen und eure Kommentare hinterher auch gespannt. Ich denke, Widerstandsschweißen, so Punktschweißen, Karosserie-Reparatur mit einem Spotter irgendwie und geil, läuft. Ich bin voll begeistert. Autogen? Gasflaschen? Brenner? Super! Juhu. Laserschweißen? Du machst mich neidisch. Alter! Das ist, ich bin mal auf der Photonics-Messe gewesen in München, glaube ich, war die. Und da hatten die von IPG irgendwie so eine Riesenanlage, wo 100 Kilowatt Licht rauskommt. Und haben damit halt eben für die Automotive-Industrie, das ist dann so ein Handteil, was halt eben an einem Drahtseil hängt, damit das wiegt irgendwie 50 Kilo, so damit man halt eben Bleche schweißen kann. Und so easy, so ohne, no effort, einfach so 5 mm starken Edelstahl einfach verschweißt und das ist so mindblowing. Gut, gucken wir uns mal die Verfahren an. Also es gibt Mikmak, das ist dieses Schutzgasschweißen, da hat man diese Pistole und da kommt halt eben so der Draht vorne raus. Dann gibt es das WIG oder TIG, das ist halt eben das, was die coolen Leute, was die Nerds machen, wo man auch sehr dicht ran kann, weil man hat so einen Brenner, da ist der Lichtbogen mit der Wolfram-Elektrode und dann führt man den Draht dazu. Dann ist das E-Hand, das ist das hier mit diesen Elektroden, das ist so ein fürchterlich dreckiges Verfahren, aber es ist billig und darauf will ich dann auch später hinaus. Ja, Widerstandsschweißen, das ist Karosseriebau, irgendwie so Dinge. Oder auch Akkus verschweißen, wenn man sich selber seine Akkubank baut aus den Lithium-Akkus. Irgendwie ist es... Okay, Dinge verrutschen hier so ein bisschen. Das ist halt eben mit diesen Metallstreifen und dann Britzel und so. Autogenschweißen, das ist eine abgefahrene Geschichte. Da hat man halt eben Sauerstoff und Brenngas, also Acetylen oder was war das? Propan, irgendwie sowas. Da hat man einen Brenner, da werden die beiden Gase dann zusammengeführt und es brennt und es wird sehr heiß. Und das ist eine Kunst für sich. Ich habe da großen Respekt vor. Und das knallt auch manchmal, wenn da die Flamme zurückschlägt. Ja, Laserschweißen hatten wir gerade schon. Genau. WIG, Wolfram Inert Gas. Also dieses Inertteil auch beim Mikmak, Metallinert Gas, das ist Argon. Das ist also ein völlig unreaktives Gas, das schirmt, also Hintergrund ist, wenn wir jetzt schweißen, sei es Elektro oder mit Flamme oder wie auch immer, es darf kein Sauerstoff reinkommen. Das Metall wird super, super heiß, es wird flüssig. Und wenn wir da jetzt Sauerstoff dazu haben, dann fängt das Zeugs tatsächlich teilweise an zu britzeln und zu brennen. Und dann wird das Ganze super hässlich, die metallischen Eigenschaften verändern sich, die metallurgischen Eigenschaften, Festigkeit ist im Arsch, es wird bröselig, es wird zu weich, es passieren Dinge, die man nicht haben will. Deswegen braucht es dieses abschirmende Gas, das halt eben, jetzt in diesem Fall sieht man auf dem linken Teil schön, das ist halt eben, ja, so das Rohr, wo da halt eben dieses Gas durchkommt und das schirmt den Sauerstoff ab, dass da eben keiner rankommt und dass halt eben wirklich nur diese reine Argon-Atmosphäre ist.
Und dann kriegt man auch das im Bild unten rechts, das ist so ein schöner Lichtbogen, schönes Lichtbodenfoto, so ein Arcshot. So sieht das dann aus. Dann kommt, ist halt eben diese Wolframnadel, die ist spitz geschliffen und dann ist dieser Lichtbogen da so kegelig, dass die Eigenschaften davon oder wie der aussieht, das hat dann auch wiederum mit dem Elektrodenmaterial zu tun, das hat mit dem Gasstrom zu tun, das hat mit der Stromstärke zu tun, das hat mit dem Material zu tun, es hat mit dem Anspitzungswinkel von der Elektrode zu tun. Das sind also ganz, ganz viele Sachen. Das ist übrigens eine Sache mit dem Schweißen. Habe ich gemerkt, das ist nicht einfach nur draufhalten, Britzel und es wird gut, sondern Schweißen ist eine Wissenschaft. Und es gibt Leute, die das studieren und es gibt Leute, die haben irgendwie 20, 30 Jahre Berufserfahrung in einem Verfahren. Und wenn die 4 Wochen im Urlaub sind, das hat mir mein Schweißhändler erzählt, dann sind die 4 Wochen im Urlaub, kommen wieder in die Firma und brauchen tatsächlich 1 bis 2 Wochen, um wieder auf ihr vorheriges Skillniveau zu kommen. Und das sind Leute, die es wirklich können. Also das ist, wer es wirklich kann und auch röntgensicher schweißen kann, und das ist auch Luftfahrt und so, ich habe allergrößten Respekt davor, weil das halt eben einmal die Mischung aus Technik und Beherrschung der Technik und dann auch Hand-Augen-Koordination und dermaßen viel Erfahrung. Genau, also das ist ein ziemlich cooles Verfahren eigentlich deswegen, weil man kann auch sehr dicht sein, man kann sehr nah dran sein und man kann den Prozess sehr schön kontrollieren. Ich mache es gerne. Das ist aber ein ganz anderes Rabbit Hole. Das ist nicht das Rabbit Hole von heute. Micmac, das ist auch eine super Geschichte zum Autoschrauben, für Karosseriegeschichten. Schweller tauschen oder solche Sachen oder Röstlöcher mit einem neuen Blech zu machen. Das Spiel dabei ist, es gibt so, man macht mit der Gasmischung ganz viel. Es gibt einmal das MIG, das Metallinertgas, das ist wieder reines Argon. Das ist langweilig, und dann Metallaktivgas, was halt eben für Stahl ist, unlegierte Stähle oder unterschiedlich legierte Stähle. Das Inertgas, das macht man für Alu und Titan und Edelstahl und so. Aber das mit dem MAG, da ist dann halt eben in unterschiedlichen Anteilen, ist es Argon, ist es CO2 drin, manchmal ist Helium mit drin, Wasserstoff ist da manchmal mit drin. Das ist also ein ganz wilder Gasmix, und jede Gasmischung hat ihre eigenen Eigenschaften. Und es gibt unterschiedliche Schweißverfahren, ob man nun gepulst oder nicht gepulst macht, das braucht wiederum eine andere Gasmischung. Aber das ist total cool. Man hat halt eben diesen Brenner in der Hand, da ist so ein Abzug dran, und dann, wenn man abzieht, dann wird ein Draht vorgeschoben, der halt eben vorne aus der Düse rauskommt, und das Shielding-Gas geht an, und dann kann man halt eben schweißen. Und man kann halt eben den Drahtvorschub einstellen. Man stellt nicht den Strom, man stellt die Spannung ein. Ich habe es immer noch nicht kapiert, warum, aber man stellt halt eben am Schweißgerät die Spannung ein. Zumindest bei den rudimentäreren. Und dann kann man halt eben von Karosserieblech, 0,8 mm, 1 mm Karosserieblech halt eben Punkt schweißen, bis hin zu, naja, dann hat man halt eben irgendwie so ein Blech von 40 mm Dicke und macht das dann damit. Ist ziemlich cool, ziemlich universell, ist einigermaßen sauber. Ich habe gerade irgendwie ein Video gesehen von This Old Tony, kennen vielleicht einige. Der hat da ein Schweißgerät vorgestellt, mein Ich-will-haben-Klickfinger wurde da schon wieder ganz nervös, aber mein Konto hat zu sehr geweint. Total sauberes Verfahren, kein Gespraddel, kein Qualm, super saure Schweißnähte, also das ist echt phänomenal. Ja, und das ist E-Hand oder Shielded Metal Arc Welding oder Manual Metal Arc Welding. Das ist eine ziemlich dreckige Geschichte. Es ist hier so eine Elektrode. Ich kann, wenn ihr gucken wollt, ich kann es gerne auch umgeben. Ich habe davon irgendwie so 5 Kilo zu Hause. Das ist halt eben so ein, sieht man auf dem Bild, das ist ein Stahlkern, das ist ein Draht, einfach ein gerader Draht, und dann ist der umhüllt mit unterschiedlichen Materialien. Und
mit diesen Materialien, da steckt echt super viel Magie dahinter. Ich habe selber zwei unterschiedliche Elektrodentypen mir besorgt hier für den Vortrag. Und gleiche Stromstärke, gleicher Stahl. Ich habe mir halt eben beim Schrotter so 6x40 mm Flachstahl gekauft und habe dann halt eben meine Versuche gemacht. Das ist hier so ein, ich habe das hier so zu T-Stücken zusammengebraten. So ein Zeugs ist das. Und allein durch den Unterschied von diesem Material gibt es unterschiedliche Eigenschaften. Und es entscheidet sich dann, ob man nur so oder auch in der Zwangslage oder horizontal oder wie auch immer oder aufwärts, abwärts schweißen kann. Das hängt wirklich an dieser Ummantlung. Das ist, ich habe es nicht gewusst oder es ist, ich habe es irgendwo gewusst, es ist mir nicht so klar gewesen. Es war eine Erkenntnis. Das war echt eine Erkenntnis und das war ein sehr schöner Abstieg so ein bisschen mehr in Kaninchenbau und für mich auch irgendwie schöne Erkenntnis. Genau, ich habe das eben gerade schon erzählt. Schweißposition, das Elektrodenmaterial. Ich habe experimentiert mit Rutil und basischer Ummantlung. Und das ist also, die ganzen Geschichten ist eigentlich, ich wollte meine Neugierde befriedigen und wurde gefragt, ob ich nicht Bock habe, darüber was zu erzählen. Das ist also wirklich so dieses, ich mache es für mich und das ist mein persönlicher Kaninchenbau. Aber da passiert ganz viel. Das ist, je tiefer man da reinsteigt, umso interessanter wird das Ganze eigentlich. Genau, ich habe es gerade erwähnt. In Deutschland geht nichts ohne Norm. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, nach welcher Norm das ist, aber das sind die Schweißpositionen. Könnt ihr selber gucken. Ich muss nicht alles durchgehen. Was halt ganz, ganz spannend ist, ist, oben links ist PA, das ist halt eben, wenn man zwei Bleche hat und die so liegen, dass man sie halt eben so verschweißt, das ist ganz angenehm, dann wird es schon sportlicher, wenn man halt eben so eine horizontale Naht hat an so zwei Bleche und versucht, die zu verschweißen, ohne dass einem die ganze Soße darunter läuft. Und dann aufwärts und abwärts, das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, auch was die Führung, was so die Bewegung angeht. Das ist nicht einfach so Britz oder Britz, sondern man muss halt eben ein bisschen experimentieren erst, aber so, wie führe ich den Lichtbogen? In diesem PF und PG, also ich habe aufwärts PF, habe ich viel rum experimentiert. Und habe dann erstmal angefangen irgendwie und gemerkt, wie das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich mit meinem Schweißhändler gesprochen und er meinte, ja, pass mal auf, das machst du so. Dann machst du so und so und so und so. Und dann habe ich damit experimentiert, habe ich gemerkt, es ist ein kleines bisschen besser geworden. Und bis ich dann so weit war, dass ich sagen kann, ja, ist okay, das hält dann auch tatsächlich. Und das sieht irgendwie nicht ultra scheiße aus. Das ist dann so zu experimentieren, dass man halt eben ein bisschen experimentiert an einem Probestück und guckt auch, wie lange bleibe ich wo, wie weit gehe ich weg, wie lang ist der Lichtbogen und solche Sachen. Aber das sind hier so die Schweißpositionen. Und die sind dann wiederum wichtig, wenn man weiß, was man vorhat. Eigentlich überlegt man sich, was man vorhat, was man schweißen will, und dann guckt man, welche Elektroden dafür verwendet werden. Nicht so, man geht in den Baumarkt, der Baumarkt würde ich sowieso links liegen lassen. Man sucht sich sein Schweißfachgeschäft aus. Also meiner hier in Karlsruhe, das ist Baumeister Schweißtechnik. Im Rheinhafen, wer aus Karlsruhe kommt, kann ich wärmstens empfehlen, das sind super nette Leute. Und zwar hier auch nebendran im ZKM welche. Mit denen bin ich nicht warm geworden. Ich kriege auch kein Geld von denen, vom Baumeister. Aber
Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Genau. Also man weiß ungefähr, was man machen möchte, und dann sucht man sich einen Hersteller für das Schweißmaterial aus, also für die Elektroden, und landet dann irgendwann bei so Datenblättern. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Das ist doof. Das ist also das Overcourt E, das ist diese Elektrode hier. Da sieht man dann Zugstärke, man sieht die Zusammensetzung, wie viel Kohlenstoff, wie viel Mangan, wie viel Silizium, Phosphor und Schwefel ist in dem Stahl drin. Genau, diese Zugstärke, Zugfestigkeit in Megapascal, und. Dann darunter die Tabelle, die ist super wichtig. Da steht nämlich der Schweißstrom. Funktioniert die Maus hier? Da haben wir hier den Schweißstrom, die empfohlene Stärke, in Korrespondenz zum Durchmesser von dem Stahl hier drin, von dem Draht. Also das ist jetzt eine 2,5 mm Elektrode, die ist 30 cm lang. Und der empfohlene Strom ist zwischen 60 und 90 Ampere. Der Rest interessiert dann nicht wirklich, so Gewicht und keine Ahnung was. Und das hängt dann nämlich immer ganz stark davon ab, was man tut, welchen Strom man einstellt. Das andere ist, für welche Anwendungsfälle ist diese Elektrode geeignet? Das ist jetzt PA, hatten wir. Das ist, wir haben zwei horizontal liegende Stücke, die wir so verschweißen. Da läuft uns keine Soße von oben runter, sondern das ist, bleibt alles unten. PB ist, man kann halt eben solche Winkel schön schweißen. PC ist so, hatte ich schon erwähnt, so die Naht. Und dann wird es interessant, dieses Überkopf, das sind dann Zwangslagen. Wenn man sich dann vorstellt, dass man halt eben irgendwie so in einem Tank ist und irgendwie, kommt mir die Soße entgegen, kommen jetzt diese 3000 Grad heißen Tropfen entgegen oder was passiert? Man kann das damit machen. Es gibt Elektrodenmaterial oder Umhüllungsmaterial, es ist wirklich Umhüllungsmaterial. Ne? Es gibt Umhüllungsmaterial, da ist das Schweißbad super, super, super flüssig. Und das hält dann nicht und dann kommt einem das wirklich runtergetroffen. Es gibt halt eben Schweißelektroden, die nicht für Überkopf geeignet sind. Und das PF, das ist Aufwärtsschweißen. Nicht mit jeder Elektrode kann man aufwärts schweißen. Es gibt welche, die sind nur für abwärts. Und diese ist jetzt nicht so für abwärts, aber mit der kann man aufwärts schweißen. Das andere, mit dem ich experimentiert habe, das ist dann das. Ich habe das eine PDF zweimal aufgemacht. Egal, das ist ein anderes Material, mit dem ich auch geschweißt habe. Das zeige ich dann auch gleich, wie das alles aussieht. Das hat dann halt eben auch so die Zwangslagengeschichten oder die Schweißpositionen, mit denen man dann halt eben das machen kann. Genau. Das ist so ein bisschen die Magie dahinter. Und dann habe ich Tests gemacht. Ich bin also zu meinem Schrotter des Vertrauens gegangen, zum Metallhandel des Vertrauens in Karlsruhe und habe mir halt eben 12 Meter Flacheisen gekauft, 40 auf 6 mm, unlegierter Stahl, das billigste, ganz popelig einfach, und habe dann einfach meine Experimente gemacht. Das heißt, ich habe also das Schweißgerät erstmal auf 60 Ampere eingestellt und habe einfach mal liegend eine Naht gemacht. Dann bin ich auf 65 Ampere gegangen und habe das gleiche nochmal gemacht und. In diesem empfohlenen Bereich von 60 bis 90 Ampere. Und wie man sehen kann, kann ich nicht schön schweißen. Das ist leider so. Das ist halt eben eine Sache von der Übung. Was ich aber halt eben sehr interessant fand, war, das 60 Ampere zum Beispiel, das war wirklich fast noch so kleben. Man kennt das vielleicht so, wer lötet irgendwie.
Manche Lötstellen sehen richtig gut aus, die verfließen schön. Und manche ist, naja, das ist eher geklebt und irgendwie so eine halbkalte Lötstelle. Irgendwie, das ist dann alles ganz hässlich. Und so ungefähr war das bei diesen 60 Ampere. Ich bin dann auch nicht weiter runtergegangen, weil ich mir dachte, ja komm, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn. Auf der linken Seite sieht man dann so das Resultat selber so geschweißt. Und da sieht man jetzt so ein komisches Zeugs drauf. Das ist die Schlacke. Denn diese Umhüllung, die bleibt ja irgendwo. Und diese Umhüllung, die verdampft einmal zum Teil. Zum anderen bildet sie eine Schlackeschicht, die über der Schweißnaht drüber liegt, um das Ganze auch ein bisschen zu schützen. Dass die nicht super schnell auskühlt, sondern dass sie ein bisschen mehr Zeit hat, auszukühlen. Dass nicht sofort Sauerstoff rankommt, sondern dass der ganze Prozess ein bisschen verzögert wird. Das muss man dann hinterher abmachen. Dazu gibt es einen Schlackehammer. Das ist hier so ein Teil. Also ganz simple Geschichte. Damit haut man halt eben auf dieser Stelle drauf rum und macht die Schlacke da weg und dann irgendwie nochmal Drahtbürste nehmen, vielleicht Drahtbürste auf Flex oder so, um das Ganze sauber zu machen. Und in der Mitte seht ihr halt eben, wie das Ganze ohne Schlacke aussieht. Da sieht man dann halt, da sieht man dann eben tatsächlich so, was habe ich tatsächlich getrieben. Und dann auf der rechten Seite, das war eigentlich so worauf ich hinaus wollte die ganze Zeit mit dem Talk. Das ist ein Verfahren. Ich habe halt eben diese Proben einmal senkrecht zur Schweißrichtung durchtrennt mit der Säge, habe diese Stellen poliert mit der Flex und der entsprechenden Scheibe und habe dann das mit Schwefelsäure eingestrichen. Das war so ein bisschen die Panikaktion. Ich habe also am Mittwoch tatsächlich habe ich das erst machen können. Weil es ist super schwierig, als normaler Mensch Schwefelsäure zu kriegen. Weil das ist verboten. Seit 2021 kriegt man als normaler Mensch keine Schwefelsäure mehr. Weil man kann anscheinend damit Bomben bauen und Drogen kochen. Und so die alten Autobatterien, so mit Schwefel, mit der Batteriesäure, das gibt es auch nicht mehr. Die sind alle hermetisch geschlossen und man muss die nicht mehr nachfüllen. Also kein Grund, dass normale Menschen Schwefelsäure haben. Naja, ich habe das Zeug dann gekriegt. Und was man da dran sieht, sehr schön, ist, das ist an, Mama, hier sieht man das total toll und das ist ein super schönes Bild. Das Ding hier, das ist das Flacheisen. Und was man hier sieht, so diese Wölbung, das ist die Einbrandtiefe. Das ist die Zone, wie tief das Schweißbad gewesen ist, wie tief diese flüssige Zone war, wie weit der Lichtbogen reinging, wie weit das Ganze aufgeschmolzen wurde, wie weit der Stahl von der Stabelektrode sich da eingedrungen ist. Und das ist super spannend, um dann halt eben auch zu sehen, so wie die Qualität der Schweißnaht. Ist das eine Klebung, mehr oder weniger, oder ist das wirklich rein in das Material, hat es wirklich eine gute Benetzung gegeben. Das kann man damit sehen. Und das war für mich eigentlich, das war mein Experiment, was ich eigentlich machen wollte und das Experiment eigentlich für diesen Talk. Und dann bin ich halt eben die Materialien durchgegangen. Ich habe einmal hier diese Rutil-Elektrode, das ist das Zeugs hier. Das Rutil ist ein Mineral, was halt eben in diesem Trägermaterial mit drin ist. Wenn man eine Doktorarbeit machen möchte, dann kann man sich gerne damit beschäftigen. Das ist auch ein Rabbit Hole ganz eigenes. Also die Elektrodenumhüllung. Was mir aber aufgefallen ist beim Schweißen, ist, ich habe noch ein anderes Umhüllungsmaterial ausprobiert, dass der Lichtbogen weiter war. Und das hängt wirklich nur an dieser blöden Beschichtung von diesem Stahlstab. Selbe Stromstärke, der Lichtbogen geht weiter auseinander. Die Zone, wo das Material aufschmilzt, ist weiter. Bei dem anderen, bei dem basischen, ist der Lichtbogen schmaler. Das fand ich super, super spannend. Ich war da am Machen, meine Schweißnähte, und dachte so, boah, das frisst sich ja ganz schön rein. Und das andere so, buh,
das ist fokussiert, das ist echt schmal. Und man sieht halt eben hier auch diese, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, das kann man sehen. Das ist hier so, ich weiß nicht, wie das heißt, ich nenne es mal Vorhof zur Hölle, wie weit die thermische Belastung gegangen ist. Das ist die Zone, wo sich auch das Material ein bisschen ändert, das Gefüge, das kristalline Gefüge vom Stahl. Vielleicht habt ihr mal Anlassen gehört, Metall, Stahl anlassen, so Wärme behandeln und dann hat es unterschiedliche Eigenschaften, das Thema Härten und so, oder Stahl weich machen. Das kann man mit Hitze machen und je nachdem, wie das dann abgekühlt wird. Genau, ich habe das dann durchgespielt. Ich bin bis 90 Ampere gegangen. Man sieht, ich kann nicht schön schweißen. Aber für mich war halt eben so diese Einbrandtiefe das Wichtige. Und ja, hier war der Schnitt irgendwie ungünstig. Aber man sieht auch hier, wie tief das Ganze geht. Das Ganze halt eben mit diesem basischen Material. Und da ist das Witzige, die Schlackeoberfläche, das sieht aus wie Glas. Das ist so eine Verglasung. Und ich habe das dann gemacht und geschweißt und geschweißt und geschweißt. Und plötzlich fing das Ganze an so zu ticken. So, kennt das vielleicht so irgendwie Dinge super heiß und dann tickt das so, diese aus Wärmeausdehnungsgeschichten und so. Und plötzlich so pling, pling. Also diese Stückchen, die dort rumliegen, ich habe die nicht weggemacht, ich habe die nicht bewegt, sondern das war einfach, habe den Fotoapparat vorbereitet, habe das Bild gemacht und plötzlich plüff, springt da so ein Stückchen von der Schlacke hoch. Fand ich ganz witzig. Also diese Oerlikon Spezial, Oerlikon ist der Hersteller, Spezial ist die Elektrodenname. Das mag ich gerne. Damit werde ich ein bisschen weiter schweißen. Und hier nochmal sieht man das sehr, sehr deutlich. Ich finde dieses Bild auch sehr schön, wie tief das Ganze hier eingedrungen ist. Jo, machen wir es mal selber. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich das Wichtigste von der ganzen Schutzausrüstung. Die Augen wachsen nicht wieder nach, weil man irgendwie einen Spritzer auf die Finger gekriegt hat, wenn man sich so richtig gründlich die Finger damit verbrannt hat. Verheilt wieder. Es tut erst hinterher weh, vorher merkt man es nicht. Aber das ist das Wichtigste. Und es fängt an von links, das ist... Kennt ihr vielleicht so dieser Schweißschild, so oldschool, oder wenn man sich dann doch mal irgendwie in den Baumarkt traut und irgendwie so ein billiges Schweißgerät kauft, dann kommt da halt eben so ein mehr oder weniger minderqualitätiger Schweißschild mit. Das hält man sich vor die Schnuffel. Das ist eine super dunkle Scheibe, man sieht nichts, man hält es erstmal weg und irgendwie so kurz über dem zu schweißen und dann pritz und hofft, dass man es trifft und dass der Lichtbogen zündet. Das macht keinen Spaß. Unten links, das ist das Ganze ich setze mir auf den Kopf und kann es runter machen, sehe ich immer noch genauso wenig. Oder man macht halt eben irgendwie so eine Fluglichtbeleuchtung an, dass man halt eben trotzdem was sieht. Unten rechts, das ist so ein Automatikhelm. Setzt man sich auf und dann macht man den runter und ich kann immer noch alles sehen und ich sehe auch irgendwie, ob ihr guckt. Und dann, ich sehe dich winken, genau. Und hier ist so eine Solarzelle drin. Das ist ein bisschen dreckig. Hier ist so eine Solarzelle drin und wenn das Licht halt eben angeht, wenn man anfängt zu schweißen, dann wird das schlagartig dunkel. Das ist ein großes LCD eigentlich. Man kann da drin Parameter einstellen, wie dunkel soll das werden. Wenn ich jetzt mit wenig Schweißstrom schweiße, dann muss ich es nicht super dunkel haben. Und wollen wir es hinterher? Magst du ja? Okay. Oder rede ich kompletten Bullshit? Nein, alles gut. Okay. Alles klar. Und man kann einstellen, wie schnell der dunkel wird oder wie lange danach er noch dunkel bleiben soll und so. Gibt es irgendwie für 30 Euro, fängt an so bei 30 Euro beim Chinesen um die Ecke. Oder man gibt ein bisschen mehr aus oder man geht halt eben zum Schweißhändler seines Vertrauens, hat da ein bisschen mehr Auswahl,
kann sich schon coole Sachen aussuchen. Und das oben rechts, das ist halt eben so die Königsklasse. Das ist das, wo ich auch immer sabbernd davor stehe. Das ist halt eben von 3M. Ein Speedglas mit Filter hinten dran. Denn Schweißen ist eine dreckige Geschichte. Und gerade so dieses Elektrodenschweißen, das qualmt ganz übel. Und wenn man das mal macht, so, dann ist es okay. Aber wenn man jetzt irgendwie dabei ist, ein ganzes Schiff zu schweißen oder irgendwie industriell irgendwie Tanks oder solche Sachen zu machen, dann ist es schon sinnvoll, wenn man da irgendwie so einen Atemschutz hat. Man kann sich halt was drunter setzen unter die Maske, irgendwie FFP2 oder so, das geht. Oder man hat das Ganze mit Belüftung. Kostet vierstellig, ist aber geil. Irgendwann eines Tages. Genau, das andere ist die klassischen Schweißerhandschuhe. Man kann da jetzt kein Handy mehr mit bedienen, aber irgendwie so die Elektrode halten oder vielleicht mit der anderen Hand dann irgendwie was festhalten oder was ich gerne mache, ist zum Zünden vom Lichtbogen. Das ist übrigens irgendwie so ein bisschen Pain in the Ass. Oder wenn das halt ein bisschen länger ist, die Elektrode, ich führe sie mit der anderen Hand. Und ich kann da einfach hinfassen an diese super heißen Sachen, ohne dass ich mir die Finger da dran verbrenne. Oder kennt man ja auch vom Grillen. So dann wie die Kohl nochmal irgendwie bewegen oder irgendwie sowas, diesen Kohlenbecher. Genau, das geht dann weiter über so eine Schweißkappe. Kann ich echt empfehlen. Ich habe schon diverse Schweißperlen in den Haaren gehabt und das tut dann einen Augenblick weh. Klamotte ist gut. Man sollte jetzt nicht irgendwie anfangen mit irgendwelchen Synthetik-Sachen. Das geht unter Garantie daneben. Das wird heiß und brennt sich in die Haut. Das ist jetzt so ein Hemd aus Leder. Man kann auch einfach seinen alten Hoodie, was weiß ich, von der GPN12 oder so, der dann schon löcherig ist, oder vom alten Kongress. Kann man eben, solange da keine Synthetik drin ist. Also Baumwollklamotte oder so der klassische Blaumann, das geht echt gut. Und das Konto, das weint leise. oben links, das ist der alte Trafo. Das ist irgendwie so ein Thema für sich. Der ist schwer, der ist clumsy und wie man... Dieses Rad, ich habe mal einen aufgemacht, ich habe so einen, da verstellt man halt eben, wie weit das Kerneisen vom Trafo reingeht in die Wicklung. Das ist also wirklich sehr rudimentär, sehr archaisch, das Ganze. Funktioniert aber trotzdem. Und es kommt halt eben Wechselstrom raus. Was ich noch vergessen habe, es gibt Elektroden, die können alles. Die können Electrode Positive, Electrode Negative oder AC. Und es gibt welche, die mögen wirklich nur Wechselstrom. Oder es gibt welche, die sagen Elektrodenmaterial, wo es heißt, dreh die Polarität um. Das ist halt eben der Pluspol als an der Masseklemme ist und der Minuspol ist auf der Elektrode oder umgekehrt. Das steht dann im Datenblatt auch drin. Das wird dann interessant, wenn man irgendwie anfängt, Tanks zu schweißen, Rohre zu schweißen oder Schiff zu schweißen. Dann muss man halt eben darauf gucken. Unten links, das ist nochmal ein Schlackerhammer. Unten links, das ist ein einfacheres Gerät, das man auch im Baumarkt irgendwie für 200 Euro kriegt. Die sind hupfenleicht, das ist so ein Inverterteil. Das ist total klasse. Kann man sich umhängen, kann man irgendwie ins Auto schmeißen, kann man mitnehmen. Es geht dann weiter, das ist jetzt so ein Wick-Gerät, mit dem man auch Elektrode schweißen kann. Da kann man dann solche Sachen einstellen, wie schnell steigt der Strom an, wie ist auch jetzt auch im mit dem Wick zusammen, wie lange ist Pre-Flow, wie lange ist Post-Flow vom Gas. Solche Sachen, Pulsen kann man da einstellen und so, und da ist eine Wasserkühlung dran. Damit kann man halt eben auch Elektroden schweißen. Und das ist dann, also man kann mit einem gescheiten Schweißgerät, wenn es ein bisschen aufwendiger ist, dann auch ganz schnell 5.000, 6.000, 7.000 Euro loswerden. Ich selber habe irgendwie was dazwischen, so grob diese Kategorie von dem in der Mitte. Das hat irgendwie 1.500 Euro gekostet. Ich habe es noch nicht ausgespielt.
cooles Gerät, wird mich mein Leben lang begleiten. Das ist, also Schweißtechnik ist irgendwie, Gerät ist irgendwie nochmal ein ganz, ganz eigenes Rabbit-Hole. Oben rechts, das ist ein Plasmaschneider. Man will das Zeugs ja auch irgendwie zertrennen. Man will ja halt eben auch irgendwie mal so ein 4 Meter langen Flachstahl irgendwie klein kriegen. Das kann man mit der Flex machen, die unten rechts ist. Das kann man halt eben auch mit einem Plasmaschneider machen. Das ist einfach super easy ansetzen. Man braucht Druckluft dazu und pst, ist durch. Total cool. Man kann dann halt eben auch einfach so Freihand irgendwie Formen machen. Bei der Flex ist es ja doch eher, dass man so gerade Schnitte nur machen kann. Es gibt von Makita eine ganz tolle Kreissäge für Stahl mit Akku, die ist, kann ich empfehlen, die ist ganz große Liebe. Die geht auch durch 60 mm Stahl durch. Genau, das ist eigentlich selber machen, das ist total simpel. Man kauft sich halt eben den Raffelkram, man geht halt eben nicht über Baumarkt, sondern geht direkt zum Schweißfachhandel, lässt sich beraten, guckt, in wie viel Geld man hat, wie das Budget aussieht und dann fängt man an zu üben. Man kann alles wissen. Man kann echt alles über Schweißtechnik wissen und wie man das eigentlich machen sollte. Man kriegt keine saubere Naht hin, wenn man es nicht geübt hat. Und üben ist, es dauert lange und immer wieder und immer wieder. Und ich gehe immer wieder auch in die Werkstatt und brenne mir ein. So, und es wird im Lauf der Zeit besser. Ganz langsam. Es ist so ein bisschen wie ein Instrument spielen, dass man halt eben, was weiß ich, Trompete oder Flöte oder Geige, wie auch immer, ein Klavier, es hört sich erstmal schreck und schrecklich an und bis man dann dahin kommt, dass es dann langsam besser wird, dass man auch mal anfangen kann, wirklich zu spielen damit, das braucht eben seine Zeit. Und einfach mal machen. So mit 200 Euro, 300 Euro grob kann man irgendwie dorthin und einfach mal machen. Das ist eigentlich so der Kerntipp. Man sollte vielleicht nicht gleich irgendwas schweißen, wo man sich dann draufstellt, wo Leben mit von abhängen, irgendwie so, das ist eher dumm, sondern erstmal so Probestücke, ganz viele Probestücke schweißen, Gefühl dafür kriegen und halt eben auch wieder Lichtbogen zündet. Genau. Aber zum selber, also wie das Ganze geht. Ich habe ganz viel gelernt durch die YouTube-Universität. Inzwischen bin ich zur Professor Doktor aufgestiegen. Weld.com, die machen ziemlich gute Sachen, sehr fundiert. This Old Tony, der macht auch super Sachen, der ist auch ein Dilettant wie ich. Der dilettiert allerdings schon ein bisschen länger und hat deutlich mehr Ahnung. Der macht das halt eben auch nur als Hobby und macht auch noch andere Dinge als Schweißen. Welding Tips and Tricks ist super Seite. Die haben immer eine Episode, da geht es um ein Thema, wie zünde ich den Lichtbogen oder welche Stromstärke oder welches Material, wie auch immer. Die drei sind Englisch. Igor Welder ist ein Deutscher, der ist auch ein Vertreter für, ich weiß nicht welchen Hersteller von Schweißgeräten, der ist super. Ansonsten Schweißfachhandel des Vertrauens. Gibt es in jeder Stadt, kann man hingehen, nett sein und wenn man da häufiger hingeht, so dann entsteht da was, man kann mal fragen und so. Da habe ich übrigens auch die Schwefelsäure hier. Ich habe dann da angerufen und wir kennen uns ja. So, ja klar, bestelle ich dir, kein Thema. Genau. Ansonsten... Ich hatte meine Ankündigung vor dem Talk gemacht auf Twitter und irgendwie, das kam von Martin. Und das stimmt. Das stimmt wirklich. Es braucht seine Zeit und man kann eine Weile lang irgendwie Schweißnähte mit Flexen und Lackieren verstecken. Irgendwann musste man es nicht mehr, sondern dann kann man seine Schweißnähte zeigen, und weil sie dann einfach schön sind. Genau, wenn euch langweilig ist und keine Ahnung, euch nichts anderes einfällt, ich bin auf Twitter und ich bin auf Mastodon. Ich mache nicht immer nur Schweißsachen, ich mache alles Mögliche, was mir in Sinn kommt. Ich bin im Chaos zu Hause, bin im Entropia zu Hause, whatever. Genau, that's the end. Ich glaube, ich bin in Time, oder? Perfekt.
Ungeübt. Vielen, vielen herzlichen Dank, Sarah. Perfekt in der Zeit, nämlich wirklich auf die Minute genau. Wow. Ich schaue da jetzt niemanden im Speziellen an. Gibt es Fragen an die wunderbare Sarah? Viele. Ich fange vorne an und arbeite mich dann durch, ja, wenn das okay ist. Immer schön nah zum Mund. Es gibt ja Möglichkeiten, Schweißnarten durch Röntgenbilder zu überprüfen. Gibt es Dienstleister für sowas für normale Leute? Bewirf das Thema mit Geld, dann findest du die Leute. Ja. Ich hatte noch mal eine Frage zu dem Schweißschild, und zwar der mit Solar. Ich kenne dieses Verfahren, glaube ich, chemisch. Geht das auch chemisch oder habe ich das verwechselt? Also, dass das quasi dann chemisch dunkel wird, einfach weil Licht drauf trifft. Frag mich nicht. Ich habe keine, also Sunbrand. Da ist eine Batterie drin, da ist eine CR2520 drin. Und wenn die leer ist, dann wird das Ding auch nicht mehr dunkel. Das kann man ganz einfach testen, es ist meistens so ein Testknopf dran, ansonsten stellt man es ein bisschen auf empfindlicher, guckt einmal in die Sonne, sieht, ob es dunkel wird und dann weiß man, dass der Helm noch funktioniert. Sonnenbrille ist keine Option. Also Sonnenbrille, die indische und die afrikanische Option, das kann man machen, wenn man keinen Bock auf seine Augen hat. Absolut von abraten, niemals, 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 niemals. Und auch so dieses so... Geht am besten mit Mickmack irgendwie so und dann einen auf diesen machen. Man braucht super viel Disziplin, um dann nicht doch mal schnell zu gucken oder so. Ich würde es nicht machen. Also immer einen Helm. Immer, 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 immer. Löten versus Schweißen? Okay, das ist eine gute Frage. Ich habe vergessen, das einzubauen. Löten ist, oder Schweißen ist, du hast zwei Teile. Und du schmilzt sie auf und verbindest sie damit. Du kannst auch schweißen ohne Zusatz. Also wenn du jetzt zum Beispiel Wickschweißen machst, dann und du hast die Schweißstellen sauber vorbereitet, so dünnes Material, du kannst es einfach nur erhitzen und dann verfließt es. Du musst keinen Zusatz zugeben. Beim Löten schmilzt du die Sachen nicht auf. Du schmilzt nicht das IC-Beinchen auf. Du schmilzt das Lot auf, was als Vermittler dazwischen ist, aber die Leiterplatte schmilzt du Gottlob nicht auf und auch die IC-Beinchen nicht. Man sollte... ja, okay. Kann man. Insert schlechten Witz hier. Ja, nochmal zum Helm. Also ich meine gehört zu haben, dass die Batterien teilweise auch aufladbar sind und über das UV-Licht dann wieder aufgeladen werden, aber das kann auch falsch sein. Und spätestens, wenn man einmal vergessen hat, den runterzuklappen, dann denkt man nach dran. Ne? Ja. Nee, ich wollte fragen zum Thema Elektrodenschweißen mit Aluminium unter Gleichstrom. Ich habe irgendwie gehört, das geht, wenn man die richtigen Elektroden hat. Hast du da Erfahrungswerte? Nein. Schade. Ich habe Aluminium, ich schweiße Aluminium, ich schweiße es in Wick mit Wechselstrom. Das funktioniert zuverlässig, das geht, das ist relativ handhabbar. Ich möchte hinkommen zu Aluminiumschweißen mit einem Mick-Mack. Das ist ein Mick, weil es mit Argon geschweißt wird. Das ist dann aber nochmal irgendwie so eine Investition von 3.000, 4.000, 5.000 Euro, die im Moment noch nicht ansteht. Aber dann schweiße ich mir ein Aluminiumschiff oder Boot. Wenn jemand mit der Intention, ein Auto zu reparieren, schweißen lernen will, was würdest du ihm dafür empfehlen? Ist ein Alu-Auto, also Aluminium-Karosserie. Ja, dann ist klar, dann würde ich das mit Wick machen. Ich würde viel, viel, viel üben vorher. Dünne Bleche kaufen, viel üben. Gerade bei Aluminium, es sind so schnell Löcher drin und der Strom einmal ein bisschen falsch eingestellt und es britzelt einem weg. Das macht keinen Spaß. Das muss man können. Das ist also wirklich ein Schmerz, den man haben wollen will. Ja, ist bei einem Japaner Roststellen schließen, deswegen. Aluminium und Rost? Ja, diese ganz dünnen Blechdinger unten, Flugrost. Bei Aluminium und. Hast du keinen Rost. Das sind dann andere, dann hast du irgendwie dieses weißliche Zeugs. Aber du hast nicht diesen braunen Rost. Das ist normaler Stahl. Okay, gut. Ja, der hat, das ist halt nur, der hat eine Alu-Karosserie, deswegen. Okay, vielleicht ist die Unterkonstruktion
aus, die könnte aus Stahl sein. Aus Alu und die Karosserie oder umgekehrt. So. Nennt sich das nicht Opferstahl? Hey, ich weiß nicht, wer gerade den Beitrag gemacht hat, aber ich hatte in letzter Zeit ähnliche Probleme und habe die gelöst, ohne zu schweißen mit dem Alu. Also genau, wenn ich weiß nicht, wer das gerade war. Wenn du willst, komm später nochmal zu mir. Und vielleicht kann ich dir ein paar Tipps geben. Ich komme genau. Dazu. Ich komme dazu. Die Selbsthilfegruppe trifft sich dann draußen vor den Türen ja, nachher. Voll gut. Ich habe übrigens, wenn es interessiert, ich habe hier nochmal diese Winkelstücke, die ich gemacht habe. Das ist auch nochmal so ein ganz eigenes Rabbit Hole. Ich habe die mitgebracht, da habe ich auch diese Schnitte gemacht und kann man sehr schön sehen, wie die Einbandtiefe ist. Ich hätte noch was zur Schutzkleidung. Das gibt dann noch nur die Schweißabbräune, weil das produziert UV-Licht. Nochmal die? Beim Schweißen tut ja auch UV-Licht entstehen und deswegen gibt es auch Sonnenbrand. Also ja, Jacke wichtig. Das ist übrigens eine Sache, ganz wichtig. Danke, dass du es erwähnst. Ich habe es getan. Helm auf, Handschuhe an, T-Shirt an. Ich hatte Sonnenbrand und ich wollte nur ganz kurz was machen. Ganz kurz, nur diese eine Geschichte. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich repariert habe mit dem Wick. Irgendwie 2 Minuten geschweißt und dann habe ich mich ein paar Tage später gewundert. Okay, draußen bewölkt. Wieso pellig? Also, die Haut muss bedeckt sein. Also, auch wenn halt eben, wenn man die Mütze auf hat, es kann halt eben hier diese Zone sein, wo trotzdem dann UV hinkommt. Auf jeden Fall alles bedeckt halten. Der Sonnenbrand ist schnell und tut weh. Ja, keine Frage, ein kurzer Kommentar zu PSA. Mit PSA schifft man sich zwar selber, aber mal einmal umgucken. Ein Freund von mir hatte auf dem Bau den schönen Vorteil, dass der Schweißer stand da mit ganzer PSA-Ausrüstung und er stand halt runter und hat so ein bisschen Spritzer ins Auge bekommen. Ja, das ist scheiße. War sehr schmerzhaft, ist aber inzwischen zum Glück wieder alles gut, aber dann... Ja. Einmal umgucken, ob noch drumherum jemand steht. Ja, das auf jeden Fall. Das ist sehr ähnlich, wie wenn man mit dem Laser spielt. Dann muss man auch mal gucken, wer und was drumherum ist. Dass auch nichts brennen kann. Und wenn man Auto schweißt, dann einmal Wasser daneben und so. Dankeschön. Meine Frage ist, wie wichtig ist es denn, dass man weiß, was man da schweißt, also das Material, also wenn man zum Beispiel was auf der Straße findet, was einen inspiriert, man aber jetzt nicht genau weiß, was für ein Material es ist, wird das wahrscheinlich trotzdem funktionieren, wenn es ein gescheites Metall ist? Oder muss es man das kommt darauf an, was du willst, was dein Zweck ist. Wenn du eine Skulptur machen willst, die einfach, du findest einen Teekessel, weißt nicht, aus welcher Stahlsorte der ist, du willst ihn irgendwo in eine Struktur reinbauen, weil es einfach dorthin gehört, ästhetisch, go for it, brutzel. Dann kannst du es auch kleben, keine Ahnung was, klebschweißen, wie auch immer. Wenn es was Strukturelles ist, was heißt, du baust hier ein Hochbett aus Stahl oder baust irgendwas anderes aus Stahl oder ein Fahrrad, irgendwie so ein Tandem zusammenbauen, dann fängt das an, nicht mehr so ganz egal zu sein. So dann... sollte man, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ja, da musst du das machen und diese Elektrode, solche Sachen, also die meisten Fälle ist halt eben unlegierter Stahl oder ganz häufig. Wenn du jetzt aber was machst, so du willst etwas bauen, was weiß ich, ein Druckgefäß oder solche Sachen, dann beschäftigst du dich ja sowieso schon mit der Stahlsorte und Materialien und Dicken und solchen Sachen und dann bist du so tief in dem Rabbit Hole drin, dass du dann auch weißt, welches Elektrodenmaterial du verwenden wirst. Aber so für Feld-, Wald- und Wiesengeschichten, solange nichts runterfallen kann, kein Leben davon abhängt oder jemand beschädigt wird oder so, go for it. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Vor vielen Jahren habe ich es mal probiert zu schweißen und das hat nicht richtig geklappt und habe mir erklärt, du sollst erstmal den Rost vorher entfernen, weil Rost ist ganz schlecht. Es gibt, das ist ein guter Punkt. Ja, habe ich ganz vergessen. Mach das Zeug sauber. Das ist eine ganz normale Schweißvorbereitung. Halt eben die zu schweißenden Stellen blank zu machen, entweder mit der Fleckscheibe, mit der Schrubbscheibe ein bisschen drüber oder Aluminium erstmal mit Aceton sauber machen. Da sollte kein Fett drauf sein. Also Rost sowieso runter. Es gibt aber Elektroden,
die funktionieren durch Rost. Das sind aber explizit Elektroden für dreckiges Material. Da kannst du auch durch, sobald du einmal den elektrischen Kontakt hast, es kann rostig sein, da kann Farbe dran sein und solche Sachen. Das Ding mit Rost ist, auch so generell für Karosserieschweißen, weil du es erwähnt hattest mit Aluminium und Rost und solchen Sachen, Rost enthält Sauerstoff. Und wenn man jetzt auf rostige Stellen schweißt oder wenn man einen alten Auspuff versucht zu schweißen, das brennt sofort weg. Die Löcher werden nur größer. Man muss es also den Rost wegmachen, wegschleifen mit der Drahtbürstenscheibe, Rost wegmachen und dann hat man wieder Material, auf das man aufbauen kann. Im Zweifelsfall dann irgendwie noch ein Blech reinschweißen und also wenn das dieses kleine Rostloch irgendwie plötzlich so groß geworden ist, dann muss man dann irgendwann anfangen mit Reparaturblechen und solchen Sachen. Aber das ist, danke für deinen Hinweis, Rost und Oxid allgemein auch bei Aluminium erstmal sauber machen und stellen, auch diesen vom Heißwalzen, so diesen Zunderzeugs. Wie ist deine Erfahrung der Zuverlässigkeit für diesen Automatikhelm? Ich meine, ich habe da Respekt vor und mit den Schilden sehe ich halt nichts, aber dann weiß ich, dass es funktioniert. Gibt es da irgendwelche Probleme, die dir bekannt sind? Ja, ich habe einmal diesen hier, das ist mein Lieblingshelm, der funktioniert 100% zuverlässig. Ich habe einen anderen mit einer größeren Scheibe drin. Da sehe ich auch besser die Farben durch. Bild ist einfach besser. Allerdings ist die Erkennung, jetzt ist der Lichtbogen an, ist schlechter. Und ich habe das schon ein, zwei Mal gehabt, dass ich selber mit der Hand irgendwie im Weg von dem Sensor gewesen bin und mich gewundert habe, warum wird der Helm nicht dunkel. Also das ist mir tatsächlich schon passiert. Ja, aber das hat dann eher damit was zu tun, dass entweder die Batterie leer ist oder dass der Sensor abgeschaltet ist. Sarah, kurze Antworten. Wir haben ganz viele Fragen. Ja, entschuldigen. Go. Ich hätte eine Frage und zwar die Qualität der Schweißnaht. Kann man die auch mit einer Belastungsprobe so grob testen oder wenn man es nicht gut gemacht hat, kann es dann sein, dass es quasi, obwohl es mit einer Belastungsprobe erstmal geklappt hat, später dann auseinanderfällt? Ja, wenn Rost und Wasser und irgendwo, wenn du Poren drin hast und da kann das Wasser eindringen, dann kann das dann im Laufe der Zeit nachgeben. Ich? Genau, nur noch eine Ergänzung zu diesem Saubermachen und Karosserie. Es macht Sinn, gerade bei Karosserie, wenn die sehr dünn ist, von beiden Seiten sauber zu machen, denn ihr habt ganz schnell das Schweißbett sozusagen, dass sich das durchdrückt und dann habt ihr die Farbe von der anderen Seite, die sich da noch mit reinmischt. Ich rede aus Erfahrung, genau. Guckt auf beide Seiten von eurem Material. Ja. Klingt nach Lernen durch Schmerzen, ne? Fragen? Jetzt habe ich so Druck gemacht, jetzt sind keine. Oh ja, doch noch. Was waren denn deine vielleicht ein, zwei, drei Lieblingsprojekte, wo du gesagt hast, deswegen habe ich jetzt Schweißen gelernt, das finde ich richtig cool. Also da hat es sich gelohnt sozusagen auch. Autos? Klar. Alte Autos, Karosserie schweißen. Ich habe mir einen Weihnachtsbaum gebaut. Ich habe irgendwie so ein 4 Meter Rohr geschenkt gekriegt, so 25 mm Durchmesser und habe mir so ein Polygon irgendwie geschweißt und dann kommt noch ein Gasanschluss dran, viele Löcher rein als Düsen und dann Weihnachten halt den Gas aufdrehen, anzünden und dann leuchtet der Baum. Er nadelt nicht. Nee, den habe ich gerade fertig. Den habe ich allerdings mit Weg gemacht. Hm? Weitere Fragen? Letzte Chance. Wir haben 2 Minuten, glaube ich, noch. Ja, ja. Hast du von diesem Weihnachtsbaum ein Bild? Ich kann ihn vertwittern. Ich folge mir auf beiden Kanälen und dann ich vertwitter den. Er ist noch nicht fertig. Ich würde dann gerne das Foto von der Wohnung sehen, in der er steht. Nachher. Erinnere mich bitte dran, dann vertwitter ich das. Sonst noch Fragen? Fragen. Wir haben noch eine Minute. Ja, jetzt so auspressen muss das auch wieder nicht. Dann würde ich sagen, nachdem es derzeit keine weiteren Fragen gibt, die Schweiß-Selbsthilfegruppe findet sich dann draußen vor den Türen.
Und ich würde sagen, noch einmal einen ganz, ganz großen Applaus für die Sarah, bitte. Dankeschön. Applaus